Guten Tag, seid gegrüßt, moin moin und grüezi, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen aus aller Welt. Heute stellen wir euch ein Video zum Goethe-Zertifikat B2, Schreiben Teil 1 vor. Und zwar mit dem Thema Homeoffice. Für das Schreiben des Forumsbeitrags habt ihr 50 Minuten Zeit. Die 4 Punkte sind: Äußern Sie Ihre Meinung zu Homeoffice. Nennen Sie Gründe, warum Homeoffice immer mehr zunimmt. Nennen Sie Vorteile von Homeoffice. Und zeigen Sie Nachteile von Homeoffice auf. Den Rest hier könnt ihr euch selbst durchlesen. Wir markieren nützliche Redemittel fett. Und in unserem Blog findet ihr noch weitere Redemittel dazu. Die Einleitung. Wenn man ein Thema mit Pro und Contra hat, könnte man so beginnen. Arbeiten zu Hause stößt nicht bei allen auf positive Resonanz. Die einen sagen nein, ich könnte das nie. Die anderen meinen, im Homeoffice kann man viel effizienter arbeiten. Punkt 1, die eigene Meinung. Bei Pro- und Kontra-Themen ist es ganz wichtig, dass man beide Seiten ausgewogen betrachtet. Also, dass man nicht nur sagt, die eine Seite ist gut und die andere Seite ist schlecht. Wir haben das hier so gelöst. Meiner Meinung nach ist beides richtig. Zum einen können viele Arbeitnehmer im Homeoffice ihre Arbeitszeiten selbst planen. Denn über PC und Handy ist man rund um die Uhr erreichbar. Zum anderen wird es aber so schwierig, Arbeit und Freizeit klar voneinander zu trennen. Dadurch kann es zu physischen und psychischen Erkrankungen kommen. Punkt 2. Gründe für die Zunahme von Homeoffice gibt es viele. Als erstes wäre da die enorme Entwicklung in der Technologie zu nennen, die Homeoffice überhaupt erst möglich macht. Unser Leben allgemein und das Arbeitsleben im Besonderen sind von immer mehr Technologie gekennzeichnet. Daher eröffnen sich neue Formen der Arbeitswelt. Und eine davon ist sicher das Homeoffice. Des Weiteren hat der Covid-19-Lockdown viele Unternehmen dazu gezwungen, ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Plötzlich entstanden neue Plattformen für Unternehmen, die ihre Angestellten ins Homeoffice schicken mussten. Punkt 3, die Vorteile. Ein großer Vorteil von Homeoffice liegt in den flexiblen Arbeitszeiten. In den meisten Unternehmen gibt es eine Kernarbeitszeit, in der man erreichbar sein sollte. Ansonsten kann man selbst entscheiden, wann man arbeitet. Hauptsache, die Arbeit wird rechtzeitig erledigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man keine langen Fahrten zum Arbeitsplatz mehr hat und die Zahl der Pendler sinkt. Außerdem hilft das auch der Umwelt, da es weniger Autoverkehr gibt. Und nun Punkt 4, Nachteile. Bei all den Vorteilen von Homeoffice dürfen aber auch die Nachteile nicht vergessen werden. Homeoffice verlangt von den Mitarbeitern sehr viel Selbstdisziplin und ist nur für Leute geeignet, die sich selbst sehr gut organisieren und motivieren können. Dazu kommt, dass viele Chefs ihre Mitarbeiter im Homeoffice weniger kontrollieren können als im Büro und deshalb einen Kontrollverlust fürchten.
Und nun der Schluss. Im Schlussteil passt es immer, einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Der Arbeitsplatz der Zukunft wird eine Mischung aus Arbeitsplatz und Homeoffice sein, da so eine gesunde Work-Life-Balance am ehesten garantiert ist. Kein Mensch muss ständig erreichbar sein und kein Unternehmen sollte ein Ersatz für die Familie sein. Noch etwas zur Anzahl der Wörter. Sie beträgt mindestens 150 Wörter. Wir haben hier etwas mehr geschrieben, um euch mehr Inhalt zu bieten. Und in unserem Blog findet ihr noch weitere Redemittel dazu. Schreibt uns doch in ein, zwei Sätzen eure Meinung zum Thema Homeoffice. So könnt ihr diesen Teil schon mal ein bisschen üben. Das war's dann von uns und wir verabschieden uns von euch mit einem Tschüss, Ade, auf Wiedersehen, Baba und gehabt euch wohl, euer Deutsch Global Team.